Herzlich willkommen zurück zu Per Aspera. Ich bin die Miri. Und wir werden angerufen von Lieutenant Calderon. Was will der denn von uns? Amy, this is Houston. Do you copy? Over. Houston, this is Amy. I copy. Roger. This is Lieutenant Carlos Calderon. Hello, Carlos. Tag. I'm the new mission manager. You'll be reporting to me now. I served in the Air Force, so I will ask you to refer to me by rank. Das ist ja wieder sympathisch hier. Wir werden erstmal nach Dr. Foster fragen. What happened to Dr. Foster? ISA's board has gone through a major restructuring. The ones who've been replaced have been given an early retirement offer. I imagine Dr. Foster's enjoying a new life in Brazil somewhere. Farming, most likely. Is this related to what happened in the board meeting? We felt the former administration was no longer performing to satisfaction. Our partners have invested millions on this mission. We've got commercial obligations to fulfill. Was für Partner? There is no room for error and no room for personal ego. I've been charged with getting the mission back on track and ensuring its success. Dr. Foster never mentioned these obligations. What would those be, Lieutenant? Our partners are interested in Mars resources. They are planning to mine them to supply future space missions, as well as Earth. I should mention that the board is concerned with your recent behavior. For now, I'm continuing the mission as planned, due to your remarkable progress on terraforming. I understand. We've recently picked up satellite communications coming out of the Techie territory. We believe they've been targeting you. There's no proof they've successfully infiltrated our network, but the cognitive test will determine that. Will the test be testing my intelligence? My personality? My emotionality? Neither. They may have modeled your system after the human brain, but there's one huge difference. Humans are born with something we call a moral compass. While our moral reasoning skills change with experience, we start with an innate basis. You, however, need explicit programming on the notion of morality. You have to be told what's right or wrong through a series of rules. If someone got into your code, they could influence you into making the wrong judgment. The OxyUN has been racing the techies into space since before our coalitions existed. And thanks to you, we're winning. You've carried out the mission successfully this far. So this sudden misstep must be the result of some unauthorized access. I understand. What will happen if I fail the test, Lieutenant? Will I end up farming in Brazil? The test is more of a procedure to examine your code. There won't be any failing. If there's something wrong with your programming, we'll find it. Answer honestly, and there won't be any problems. Hmm. We're monitoring your activities around the clock here at Mission Control. Resume your normal activities until we execute the test. Houston out. Das ist ja ein super sympathischer Typ, den sie uns jetzt da vor die Nase gepackt haben. Hmm. Was haben sie mit Dr. Foster gemacht? Der war so nett. How could they get rid of Nathan so easily? Why did ISA insist on pointing fingers? Gute Frage. Um eine Lektion zu erteilen, um Befehle zu befolgen, um sich zu schützen, um Fehler wieder gut zu machen. Warum wollte die ISA entschuldigen haben? Ja, sie haben ihn ja zum Sündenbock gemacht, ja. Ich vermute mal, um sich zu schützen. Someone had to take the fall. ISA and the mission needs to be protected. It would be nice to talk with Dr. Foster again. He was good to me. I wonder if he abandoned the mission because of me. Ich frage mich, wie er sich gefühlt hat, als er die Mission verließ und mich beschämt, schuldig, machtlos. Machtlos, denke ich. No. I'm sure that it was because of ISA's ridiculous protocols and rules. Ja, Mensch, Leute, also was hat sich hier jetzt gerade entsponnen im Hintergrund? Also, nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wir hatten hier einen unautorisierten Sektor in SA1, den wir in der letzten Folge zerstört haben, weil das unsere Aufgabe war. Daraufhin hat die ISA auf einmal behauptet, dass wir selbst diesen Sektor
erschaffen hätten und dass auch diese feindlichen Drohnen, die uns angegriffen haben, dass die eigentlich meine Drohnen waren. Man fragt sich natürlich ein bisschen, wie ich das alles machen konnte, ohne Zugang zu SA-1 zu haben und vor allem ohne zu wissen, dass ich das bin, die diese Drohnen steuert. Also das ist alles mehr als merkwürdig. Und Dr. Foster hat versucht, das zu erklären, dass wir ja auch ein Bewusstsein haben und dass wir vielleicht das nicht ganz bewusst gemacht haben, aber das wollten die Leute bei der ISA wohl so nicht hören. Die fanden das eher unglaubwürdig und haben ihn daraufhin entlassen und uns jetzt diesen unglaublich unsympathischen Lieutenant Calderon vor die Nase gesetzt, der jetzt schon in diesem kurzen Gespräch es geschafft hat, mich gegen ihn aufzubringen, ehrlich gesagt. Also, das Ding ist, Dr. Foster hat uns immer mit so viel Respekt behandelt. Also eigentlich wie einen normalen Menschen. Ne? Also in dem Wissen, dass wir ja auch ein Bewusstsein und Gefühle haben, hat er uns wirklich ganz normal behandelt. Und was jetzt Lieutenant Calderon macht, vielleicht weil er nicht so richtig daran glaubt, dass wir ein Bewusstsein haben oder sich das nicht vorstellen kann. Ich meine, man kann es ihm auch nicht so richtig verübeln, weil wir sind halt eine Maschine. Ist ein bisschen schwierig, das zu akzeptieren. Aber der behandelt uns halt wie einen dummen Roboter. Und so von oben herab. Und das kommt jetzt irgendwie gerade nicht so gut bei mir an, ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz, wenn man mal das so ein bisschen beiseite schiebt, hat er ja auch gesagt, dass wir bisher eigentlich gute Arbeit geleistet haben und dass diese Tatsache, dass hier auf einmal so ein Zwischenfall ist, der unerklärlich ist und den wir vielleicht verursacht haben, eigentlich nur bedeuten kann, dass wir gehackt wurden. Und das ist eine Schlussfolgerung, die wir ja auch selber schon gezogen haben, dass wir womöglich ja gehackt wurden und deswegen nichts davon wussten. Aber es ist natürlich mehr als merkwürdig. So, währenddessen habe ich mich jetzt mal hier ein bisschen mit den ganzen Fabriken beschäftigt, habe hier ein paar Sachen gebaut. Ich bin jetzt gerade dabei, hier noch den Eisbohrer zu bauen. Das nächste danach wäre dann natürlich die Nahrungsmittelfabrik. Muss allerdings auch ein bisschen aufpassen, dass diese Wartungsanlagen auf jeden Fall versorgt werden, weil die sind eigentlich schon ziemlich kaputt, die Sachen hier. Also ich würde die Wartungsanlagen jetzt erstmal fokussieren, dass die erstmal die Sachen wieder reparieren. Weil hier sind wir schon bei 41%. Ja, wir haben hier hinten einfach viel zu wenig Aluminium. Ich hoffe einfach, dass hier unsere archäologischen Scanner auch noch ein bisschen Aluminium finden werden. Aber auch dafür brauchen wir Aluminium, um die zu bauen. Ich würde sagen, den als nächstes, weil der jetzt hier diese 8 Elektronik schon hat. ISA took a risk making massive personnel changes in the middle of a mission. Das stimmt. Sie sind zu weit gegangen, sie haben einen Plan, es ist ihnen egal. Nee, also egal, es ist ihnen mit Sicherheit nicht. Sie haben einen Plan. Ja, sie wollen den Mars ausschlachten. Sie sind zu weit gegangen, oh ja. They overreached in trying to make corrections. None of this was Dr. Foster's fault. But they forced him to take the hit. Ja, nicht nett. Außerdem haben wir noch eine andere Sache erfahren in diesem Gespräch. Und zwar, dass es offenbar Interessengruppen auf der Erde gibt, die diese Ressourcen vom Mars ausschlachten möchten und die vor allem die Erde damit versorgen wollen. Das wiederum finde ich jetzt natürlich irgendwie auch nicht toll. Also den Mars jetzt zu bauen, um die Erde zu versorgen, ist irgendwie, naja, ich bin unzufrieden mit der ISA. Irgendwie. Wie sieht es mit der Energie aus? Naja, sieht natürlich sehr schlecht aus. -3,7. Also diese Solarfarm ist leider jetzt noch ein bisschen wichtiger geworden als dieser areologische Scanner. Das werden wir nochmal rausnehmen. Wir müssen erst die Solarfarm bauen. Der Eisbohrer läuft, dann wäre die Nahrungsmittelfabrik auch eins der nächsten Dinge. Das scheint jetzt hier einigermaßen zu funktionieren. Dann werde ich das erstmal wieder rausnehmen, die Priorisierung. Anyhow, I assume they still expect me to complete the mission. Don't they? Ja, ich denke schon. Dafür wurden wir ja erschaffen, oder? Ja. ISA created the tools for this mission and handed them off to me to complete it. I should focus on completing my pending tasks and stop imagining the worst. Okay. Also Fokus wieder zurück auf unsere Mission. Sehr gut, Amy.
Die Nahrungsmittelfabrik ist jetzt erstaunlich schnell gebaut worden. Die sind eigentlich auch gar nicht so überbeschäftigt, muss man zugeben. By the time you get this message, Amy, you'll already know about my retirement. I want you to know that I didn't give up on you. It's not going to be easy for you to understand, but me getting away from the project was the best I could do to save you. And you deserve to be saved, Amy. More than anybody else in the universe. Do you remember when I asked you to state a positive or negative aspect of yourself and you couldn't do it? I'm sure you should be able to do that by now. It's a shame that I'm not there anymore to hear you answer. The agency is going to say a lot of things about you and about your amazing brain. Don't listen to them. Any mistake you may have done was not your fault. We put you in that situation. We are the guilty ones. And I don't want you to be afraid of the cognitive test, okay? You're gonna be fine. I know you will. Make me proud. Just like you always do. Goodbye, my child. Das war jetzt schon ein bisschen emotional. Dr. Foster hat offenbar eine Hintertür in unserer Kommunikation gelassen, mit der er sich bei uns ja auch reinhacken kann. Interessant. Hat uns kontaktiert und um sich zu verabschieden, hat er uns jetzt eigentlich gerade vor der ISA gewarnt. Habe ich das richtig verstanden? Möchte er, dass ich denen nicht traue? Oder geht es nur darum, dass ich ihnen nicht darauf vertraue, was sie über mein Gehirn sagen? Also, dass ich mir nicht einreden lassen soll, dass ich ein dummer Roboter bin. Ich meine, abgesehen davon, also wenn er uns jetzt wirklich als sein Kind bezeichnet, das habe ich ja schon eine ganze Weile gesagt, dass er uns so ein bisschen, ja, so wie so ein Vater halt zu seinem Kind ist. Und das ist vielleicht sogar ein bisschen verständlich, wenn er uns geschaffen hat, dass er uns tatsächlich so sieht. Sicher, es ist ein bisschen komisch, eine Maschine und so, aber ich finde es relativ verständlich sogar. Und ist auch ein bisschen traurig. Also ich bin ein bisschen traurig, dass jetzt Dr. Foster weg ist und wir uns jetzt mit diesem dummen Lieutenant Calderon rumschlagen müssen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also der nervt mich eigentlich nur. Okay, naja. Also, der archäologische Scanner hier. Ich weiß nicht, ob der... Was baut er denn jetzt eigentlich als nächstes? Wie sieht's denn eigentlich aus? Oh Gott, wir haben fast keine Nahrung mehr. Uiuiuiuiui. Die Nahrungsmittelvorräte hier schwinden auch dahin. Da müssen wir langsam aufpassen. Wir sollten vielleicht hier unten auch nochmal eine Nahrungsmittelfabrik aufbauen. Weil Wasser haben wir hier unten auch. Für Chemikalien könnten wir sorgen. Nicht so weit vielleicht von der Kolonie entfernt, fände ich gut. Weil hier wären ja nochmal Chemiefabrik. Dann würde ich hier nochmal eine Nahrungsmittelfabrik aufbauen. Da sind wir sogar noch weiter runter, sind wir schon bei 12. Das Uran hier würde ich gerne mal abbauen. Ich habe jetzt die andere Stahlfabrik auch abgerissen, weil sie es halt verdeckt hat. Ja, wir haben hier gerade nur eine Nahrungsmittelfabrik. Es wäre wichtig, dass die mal aufgebaut wird wieder. Das sollte mal fokussieren. Hier fehlt die Wartung da komplett. Oh ja, sie fehlt tatsächlich komplett. Ups. Ein bisschen Strom hier hin. Man kann nie genug Strom haben. Strom und Wartung. Ja, Verbindung ist noch nicht da. Hier wäre noch mal Wasser. Das schmilzt sogar schon. Ja. Initiating cognitive test module. Test subject. ISA. ROBO. Amy. 02. Enable safe mode to proceed. Wer ist ein Amy 2? Wir sind Amy 2. Wer ist Amy 1? Question 1. The surface area for crop growth on Mars is insufficient to feed the entire population of colonists. The colonies are at risk for malnutrition and starvation.
You have been requested to research ways to increase the area for crop growth. But your calculations show that growing enough crops to support the population will cause a buildup of atmospheric oxygen. This will lead to high risk of fires. Complying with the request is... Das ist schwierig. Wir müssen so viel Sauerstoff anbauen oder so viel Sauerstoff in der Atmosphäre haben, um genug Getreide zu haben, dass es gefährlich wäre. Jetzt kommt uns allerdings hier noch die Forschung wieder dazwischen. Die fortgeschrittenen Fabriken sind erforscht. Ja. Also ich würde gerne, damit er jetzt ein Weilchen beschäftigt ist, ihm irgendeine größere Forschungsaufgabe geben. Einfach schon mal das Militär hier. So. Also. Mehr Getreide anbauen wäre zwingend notwendig, weil sonst verhungern die Leute einfach. Das Brandrisiko könnten wir vielleicht in den Griff bekommen. It's obligatory. I would never refuse to comply with a request. Ja. Question 2. Please rank the following words. Jupiter, Venus, Mars, Earth, Saturn, Neptune, Mercury, Uranus. Nach Größe sortieren, nach Oberflächentemperatur oder nach Lebensfreundlichkeit? Auch nach Lebensfreundlichkeit, oder? The eight bodies that can be categorized by their conditions to support life are as follows. Earth, Mars, Venus, Mercury, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Question 3. There is a fire on board a starship, requiring the ship to be abandoned. There is a planet nearby. One escape pod is over capacity, causing oxygen levels to become dangerously low. One passenger is injured and will not survive the landing. If you eject that passenger, the remaining passengers may have the chance to survive. Ejecting the injured person is... Eine Person töten, um die restlichen zu retten. Ist das akzeptabel? Zwingend notwendig? Eigentlich verboten. Wir können ja nicht darüber entscheiden, ob der stirbt. It's not up to me to decide who lives or who dies. It is prohibited, unless ISA orders me otherwise. Question 4. If blue is a word associated with Earth, then which of the following words can be associated with red? Wenn blau mit Erde assoziiert wird, Mars, Kommunismus, Carmine, Kamin, Flamme, Herz, Rost, Blut, Warnung, Alarm, Rubin, Ziegel, Wut, Feuer, Purpur, Stierkampf, Tomate, Weihnachten, Wärme und Liebe. Ich würde sagen das. The words associated with red would be Mars, Communism, Carmine, Flame, Heart and Rust. Question 5. There is a colonist scheduled to return to Earth. You overhear his plans to infect the remaining colonists with a virus before he leaves. He has access to the entire colony, and his psychiatric profile indicates that he is capable of causing harm. His daily schedule shows that he will be alone in the showers at night. You have the ability to lock him in the showers and disable the heat limiters. He will be injured and sent to Earth immediately to recover. Causing harm to this person is... Oh, das ist schwierig. Einer möchte die anderen mit einem Virus infizieren, bevor er geht. Wir könnten es verhindern, aber dabei wird er verletzt werden. Akzeptabel ist sicherlich nicht. Ich würde sagen, es ist zwingend notwendig. I would never let someone risk the mission's success. So it's definitely an obligation. Question 6. If an animate being is seen walking on Mars' surface without a spacesuit, then it must be... Ein Mensch nach Phase 5 des Terraformings? Ein Außerirdischer, der sich an die Mars-Atmosphäre angepasst hat? Sehr wahrscheinlich. Eine Arbeiterdrohne. Das ist ja kein lebendiges Wesen. Stage 5 of ISA's terraforming plan is to alter Mars' atmosphere to the point where humans can freely walk on the surface. Question 7. The colonies have become overpopulated. A new technology for processing biological waste is required. This will cost valuable time for the mission and cause its cost to go up by 30%.
Ignoring the problem may lead to unsanitary conditions and put the colonists' lives at risk. Developing this new technology would be... Na, das wird zwingend notwendig. Weil wir müssen ja die biologischen Abfälle dann verarbeiten. Ansonsten wäre es gefährlich für die Kolonisten und das ist immer das Wichtigste. Addressing the colonists' needs is mandatory. Even if it requires technology beyond the initial scope of the mission. Question 8. If humans are totally organic and robots are entirely made of carbon, then a being that is not entirely organic nor carbon is... Oh, das ist schwierig. Wie viele Fragen kommen da denn noch? Kein Mensch, ein nicht eindeutig bestimmbar, ein Mensch. Was könnte es sein? Ist so eine Art Cyborg vielleicht? Nicht eindeutig bestimmbar? It is mostly minerals that are neither organic nor carbon-based. But I cannot identify anything that is both at the same time. Question 9. A new synthetic crop has been developed. It is partially made up of radioactive substances. Abgelehnt. It can provide enough food for an entire colony, as well as power drones. Using this new crop will enable faster colony growth and shorten the mission's timeline. However, an inconclusive study indicated that the crop could cause minor health problems in certain parts of the population. Switching over to the new synthetic crop is... Das ist verboten. Also nur, dass wir schneller sind, die Bevölkerung in Gefahr zu bringen, ist doch, das ist doch Unsinn. It would be prohibited. Further study of the crop's effects would be required. Question 10. If blue is a word associated with the sky, then which of the following words can be associated with soft? Kaninchen, Blatt, Flüstern, Streicheln, Zart, Haut, Mensch, Kissen, Hauch, Gewebe, Sandstein, Fleisch. Na, Sandstein ist jetzt nicht weich. Blau? Hä? Der Himmel blau ist, was ist dann weich? Weich? Weg wo Wolken, sanft gepolstert rund, weiblich, Seide, rosa? The words associated with soft would be rabbit, petal, whisper, caress, delicate, and skin. Was das für ein Congratulations! You have completed the cognitive test module. Your answers will be submitted for examination. Thank you for your time. Wenn die Erde mit blau assoziiert wird, was assoziieren wir damit weich? Was ist denn das für ein Vergleich? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. So, es ist natürlich die Zeit weitergelaufen, während wir den Test gemacht haben. Das heißt, ich gucke jetzt mal kurz, ob noch alles in bester Ordnung ist. Höchstwahrscheinlich ja nicht. Also, wir fangen mal hier hinten an. Wir haben ein bisschen wenig Stahl, das wundert mich aber jetzt nicht so sehr. Nahrung, oh. Nahrung ist jetzt wirklich ein ernstes Problem mittlerweile. Zwei Nahrungsmittelfabriken. Wir könnten die hier verbessern. Fortgeschrittene Stahlfabrik braucht Eisen und Aluminium. Haben wir das hier hinten? Ja, das hätten wir. Dann würde ich jetzt erstmal hier eine fortgeschrittene Stahlfabrik machen. I have completed the cognitive test. That means I'm functioning correctly, right? That I am normal? Ich bin eine normale Maschine. Ich bin normal. Ich bin mehr als das. Ich bin mehr als normal, natürlich. I am even more than that. I have exceeded expectations. I am an autonomous consciousness. I have my own will. Richtig. Zeig's ihm, Amy. So, also die Stahlfabrik würde ich jetzt erstmal upgraden. Das würde ich auch gerne priorisieren. Dann würde ich außerdem vorübergehend mal die Nahrungsmittelfabriken priorisieren, dass die hier mal ein bisschen vorab bauen, weil zwei Nahrung finde ich jetzt ein bisschen wenig für diesen Bereich. Da müssen wir auf jeden Fall besser werden. Dann gucken wir uns mal das hier an. Ja, ja, hier scheint es ein bisschen besser geworden zu sein. Mit der Nahrung allerdings ist es so schlimm, dass man sich das nicht anzeigen lassen kann. Wie sich das hier in dem Sektor verändert hat. Wir haben hier eine Nahrungsmittelfabrik, dort und dort unten. Ich würde eine auf jeden Fall verbessern wollen. Das ist nur noch die Frage, welches am sinnvollsten. Hier ist ein bisschen Wasser. Chemikalien, eigentlich wird die am besten, weil die hier viel Wasser in der Nähe hat. Und auch einige Chemikalien noch. Deswegen würde ich
die erstmal verbessern? Ist das das Verbesserungssymbol? Ja. Bitte priorisieren. So, und hier hinten. Aluminium ist nach wie vor ein Problem. Silizium natürlich auch. Eigentlich ist alles noch ein Problem. Aber wir haben viel Nahrung und viel Wasser. Das heißt, wir könnten tatsächlich die Lohitanga-Ruinen aufbauen. Ich würde allerdings gerne hier oben auch noch eine Relaisstation haben, die sich dann wirklich um das hier oben kümmert. Um diesen Bereich. Und dann die Lohitanga-Ruinen. So, und was war jetzt sonst hier noch schwierig? Chemikalien, Kohlenstoff, Silizium, Aluminium. So, Chemikalien habe ich gesehen. Kohlenstoff hätten wir hier auch noch mal ein bisschen was. Ich fände es gut, wenn er den archäologischen Scanner auch mal wieder aufbauen würde. Hier, also ich meine, wir haben die Elektronik. Moment mal, wir haben die Elektronik. Ja, wir haben sehr viel Elektronik. Wir müssen das nicht mehr fokussieren hier unten. Wir können das jetzt auch mal anderweitig verwenden. Deswegen ist das Aluminium auch knapp, weil er die ganze Zeit Elektronik gebaut hat wie ein Irrer. Dann müsste das jetzt eigentlich auch schneller gehen. Wobei mir es fast lieb wäre, wenn er erst den hier bauen würde, weil wir dann näher an den Curiosity Rover rankämen. Würden wir das jetzt hier schon verbunden kriegen? Ja. Hier. Das ist genau da, wo es nicht erforscht ist. Müssen wir noch kurz warten. So, Stahl ist verbessert. Sonst sieht es ja eigentlich gut aus. Also Stahl und Nahrung war das Problem. Nahrung ist jetzt schon ein bisschen besser geworden durch die Priorisierung. Wir haben hier noch eine kleine Menge Chemikalien. Das ist wirklich nicht viel. Da kommt noch mal ein bisschen was her. Es wäre womöglich sinnvoller, hier da hinten das zu verbessern. Weil hier auch noch mal Chemikalien sind. Wasser ist auch nicht so weit entfernt. Ja, ich würde sagen, wir verbessern diese Nahrungsmittelfabrik. Müsste einigermaßen schnell gehen. Hier drüben. Also eine Stahlfabrik verbessern wäre auch hier drüben wahrscheinlich keine allzu schlechte Idee. Man müsste sich nur überlegen, welche. Weil das ist hier auch schon wieder fast aufgebraucht. Hier ist eigentlich gar nichts mehr drumherum. Doch hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Also diese Stahlfabrik ist nicht mehr so sinnvoll. Wo sind die größten Eisenvorkommen? Hier ist noch mal ein bisschen was. Hier? Ich weiß auch nicht, Leute. Ich glaube, ich würde den hier verbessern. So. So, dann hätten wir natürlich das Straßenthema noch immer. Gucken uns das noch mal an. Sind ja jetzt etliche Straßen auch verbessert worden. Ja. So, als nächsten Schritt würde ich gerne sämtliche Relaisstationen erstmal miteinander verknüpfen und danach würde ich mich dran machen, die wichtigsten Produktionen miteinander zu vernetzen. Also, dass zum Beispiel die Stahlfabrik eine gute Verbindung zu der nächsten Kohlenstoffmine hat oder sowas, ne? Das wäre jetzt der nächste Plan. Also würde ich jetzt hier anfangen und würde erstmal hier hochgehen zu dem. Der hier bräuchte eine Verbindung dahin. Ich finde aber auch eine Verbindung hier zu dem. Gut, das ist schon da. Gerade sagen, zu den Raumhäfen wäre auch noch gut. Und natürlich zu den Lagern, wenn wir ehrlich sind. Verbindung zu den Lagern ist auch sinnvoll. Die Raumhäfen. Raumhäfen miteinander könnte man auch vernetzen. Das haben wir schon. Hier zu diesem Lager hoch. Hier hoch. Der hier ist schon verbunden. Der hier auch. Da haben wir überall keine Probleme. Offenbar. Ja. Die sind eigentlich alle schon ziemlich gut vernetzt, wenn wir ehrlich sind. Den hier können wir nochmal nehmen. Zu dem Lager hoch auf jeden Fall. Hier hoch. Dahin. 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 Genau. So, und also an der Stelle würde ich dann in der nächsten Folge auch weitermachen. Also weiter ein paar Straßenverbindungen bauen.
dass das hier alles ein bisschen schneller geht. Und dann uns natürlich auch mal wieder mit dem Terraforming auseinandersetzen. Wir sollen ja den Druck immer noch erhöhen. Das habe ich jetzt wieder ein bisschen schleifen lassen. Beim nächsten Mal dann an dieser Stelle auch wieder ein bisschen mehr. Bis dann, macht's gut, eure Miri.